Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch wieder. Willkommen zurück zu Heddering Online. Ja, wir sind immer noch im Knochental. Unter uns ist das nächste Lager der... wie heißen die Jungs jetzt? Der Defik. Und die wollen wir doch jetzt mal vorsichtig besuchen gehen. Wobei, ich habe jetzt gerade den falschen Weg genommen. Ich dachte mir da mal, lass mal die Aussicht genießen, aber nö, was passt wieder nicht. Ja, ich habe die Nacht abgewartet. Ihr seht, hier unten ist schon wieder ein bisschen später. Aber das macht ja hoffentlich nichts. Ah, und wir haben den nächsten Bereich hier entdeckt. So, und jetzt schwinge ich mich mal doch aufs Pferd und reite einfach mal runter. Wenn man hier irgendwo runterreiten kann, heißt das natürlich. Hüpfen wir mal auf eine der alten Hügelgräber, hier zwischenlang laufen und dann wollen wir mal. Wie kann man bloß mit Unholden und als Lebender zusammenarbeiten? Na gut, wir wissen natürlich in der Geschichte inzwischen, dass die Deflik die Nachfahren der Eidbrecher sind, sprich der Unholde, die hier rumrennen. Und damit sind sie ja so mehr oder weniger auch mit verbündet. Ach, sieh einer an. Die kommen alle freiwillig zum Sterben zu uns. Ich versuche heute auf jeden Fall noch hier mit ein bisschen Tempo das Knochenteil fertig zu kriegen. Damit wir hier relativ zügig noch vorankommen. Aber wenn man sich mal hier so ein bisschen dieses Tal anguckt, damit haben die eigentlich keine schlechte Stellung für eine Stadt. Hier fehlt eigentlich nur noch eine gute Befestigung. Also man sollte sich jetzt in diesem Fall nicht beispielsweise auf die Unholde verlassen, die einem das Dorf schützen. Aber so in gewisser Weise mit dem engen Canyon hoch, doch. Und hier haben wir noch jemanden, mit dem wir sprechen müssen, nämlich mit Paru. Der Urquirot möchte, dass wir Dovodiat willkommen heißen. Und Numero, du müsste jetzt hier hinten irgendwo sitzen. Das habe ich zumindest gerade eben gesehen, als wir oben auf dem Balkon standen, beziehungsweise auf dem Berg. Oh, den habe ich jetzt gerade gar nicht gesehen. Naja, ich bin mal so die Meinung, Edmi regelt das schon. Damit hätten wir jetzt auf jeden Fall schon mal die Leute erreicht. So, jetzt haben wir hier noch Nia. Ich habe das Geheule der Kuthraul bei Nacht gehört. So, damit haben wir auch die Meinung hier im Dorf gehört. Jetzt sammeln wir noch eben schnell das letzte Banner ein. Beseitigen noch die Leute, die uns im Weg sind, und dann reiten wir wieder nach oben, weil wir müssten ja über uns beide Aufgaben bzw. alle drei Aufgaben abgeben. Und wer weiß, vielleicht werden wir heute auch noch 70. Ich habe ja den EP-Block draußen. Ah, hier geht ein Weg hoch. Den habe ich gerade nicht gesehen. Gut versteckt, aber doch gefunden. Das macht uns natürlich die Questabgabe umso einfacher. So. Drei Aufgaben. Bezwinger, beziehungsweise bezwingt die Aufseher. Böse Dinge wandern durch die Nacht. Dann haben wir Bringt Hoffnung. Ich kann oft kaum schlafen, da mir die Schatten der Nacht Angst bereiten. Und zum Abschluss. Ich kann oft kaum schlafen, da mir die Schatten der Nacht Angst holt bereiten. Die Banner ein.
Viele böse Dinge. Wir sieben Wachen, fünf Stück, das kriegen wir hin. Unsere geringste Sorge und Erneuerung der Vorräte. Sammelt Nahrungsvorräte. Sagt, wir sollen Duvodiat nicht trauen. Was haben wir jetzt gerade abgeschlossen? Tat abgeschlossen, 30 Aufgaben im Knochental. Jep. Das heißt, wir nähern uns allmählich, aber sicher unserem Ende hier im Knochental. Wie ihr sehen könnt, ich muss auch ein bisschen zusehen, dass ich hier noch die Sachen wegkriege. Ich habe nämlich das letzte Mal nicht verkauft. Ich habe mehr oder weniger direkt die Sachen eingesammelt und pausiert. Und jetzt mache ich schon wieder die nächste Aufnahme. Das muss ich ein bisschen nachholen. So, toll. Jetzt spalten sich die Aufgaben wieder. Das wird jetzt etwas ätzend. Ah, nee, wird's nicht. Ich habe mich jetzt gerade geirrt. Das wird in beiden Gebieten angezeigt. Da hier wohl auf beiden Seiten Wachen rumlaufen. Deswegen reite ich jetzt doch zum anderen Punkt. Da dürfte es dann mehr Wachen geben. Und auch die Nahrungsmittelvorräte sind auf der anderen Seite. Wie ihr sehen könnt, das Haus gefällt mir jetzt auf Anhieb schon mal. Ja, hier sind bei weitem mehr Wachen. Und wir haben wieder 30 Zeichen. Das heißt, wir haben die Gebiete im Knochental erkundet. Das ist natürlich jetzt auch nicht verkehrt. Das heißt, unser Weg hier endet wirklich demnächst. Und dann heißt es für uns, dass es weitergeht im Moor. Komm, wir machen jetzt mal Pool die Wache. Damit wir an die Nahrungsvorräte rankommen. Wenn wir jetzt natürlich dann heute noch mit dem Knochenteil fertig werden, wie ich es geplant habe, dann geht es für uns natürlich ins Moor weiter. Vor allem, weil da auch noch unser Buch weitergeht. Und dann können wir auch wieder ein bisschen in der Buchreihe voranquesten. Ah, da kommen wir noch nicht rein, okay. Na gut, wir haben jetzt die Aufgaben hier schon wieder fertig. Wachen besiegt, Nahrungsmittelvorräte geplündert. Dann lasst uns wieder nach oben reiten. Ich finde das jetzt auch schon wieder interessant, dass dieser Bereich separat abgeschottet ist von uns, so dass wir da gar nicht erst reinkommen. Finde ich questtechnisch eigentlich gar nicht mal so verkehrt. So, hier hätten wir Durchbrechen der Wache. Oh, Manometer. Ich kann heute wieder mal nicht lesen. Durchbrecht die Wache, so rum. Ich habe das und der erbeutet die Vorräte. Hier dürfte es entweder das Schild oder die schwere Rüstung sein. Nein, das Schild. Wie ihr seht, ich muss allmählich auch verkaufen, weil es wird immer voller. So, konfrontiert den Brennin, also den Häuptling. Wieder eine Solo-Instanz. Und los geht's. Nach der Entdeckung der Unruhequelle bereitet sich Luku darauf vor, sich ihrem Vater in Lang Gongle zu stellen, was sie alleine nicht wagen würde. So, hebt den Einfluss auf. Für uns geht's runter. Jetzt müssen wir hier im Lager irgendwie drei Banner vernichten. Ah, hier sind wir ja schon des Öfteren mal dran vorbeigekommen. Ah, die Tür ist auch auf. Wo ist denn jetzt
Edmi, wenn ich fragen darf. Wo ist mein Tank? Ah, da ist sie. Für die Masse werde ich mal den Blitzsturm empfehlen. Und als nächstes das Gewitter. So, damit sind die Unholde hier weg und wir fackeln mal eben ohne Schwierigkeit die Banner ab. Oh, da gibt es einen Überlebenden und Toten. Ach, die Banner der Weißen Hand, die Banner Sarumans. Und da gibt es sogar noch das Level-Up hinterher. Ja, das ist ja jetzt etwas doof gelöst. Jetzt müssen wir extra wieder hochreiten und sie wahrscheinlich holen. Naja, dafür ist die Bedrohung im Dorf aber schon so gut wie erledigt. Keine Unholde mehr. So, jetzt kommt sie doch angelaufen, nachdem wir ja die Banner und die Unholde beseitigt haben. Das ist nicht das Verkehrteste. Oh, ich habe einen übersehen. Der muss auch noch weg. Wir bereiten schon mal etwas vor. So, dann helfen wir ihr jetzt mal eben ganz kurz. Was will denn jetzt der Geist? Na gut, schicken wir den Geist auch wieder dahin, wo er hingehört, ins Grab. Oh, der Jägersmann. Das wird jetzt interessant. Ja, wenn ihr euch daran erinnern könnt, der Jägersmann mit zu den letzten Quests in Enedraid, in seiner großen Lichtung, einer der ersten Elben, beziehungsweise einer der ersten Geborenen auf dieser Welt. So, wir verlassen jetzt wie geordert diesen Platz, sollen uns zurückziehen durch das Haupttor und damit beenden wir auch Aufstieg und Fall.
Müssen wir jetzt wieder zur Hütte hochreiten oder wie verstehe ich jetzt die Aufgabe? Lasst mal eben kurz gucken. Also hier oben gibt es eigentlich keinen Ring. Die Instanz haben wir abgeschlossen. Abgeschlossen, Aufstieg und Fall. Ja gut, wir haben auch noch das manuelle Instanz verlassen. Kein automatisches Instanz verlassen gibt. Ah, und da sind wir. Yogawa und Kun Anon jagen bei Nacht. Wir suchen wieder das mit dem meisten Silber raus. Viele böse Dinge lauern in den Schatten. Ich fürchte, dass Wölfe unsere geringste Sorge sein werden. Wir sollten jetzt nach Trugeng aufbrechen. Trugeng war hier drüben unser erster Bestimmungsort, wo wir ja im Dunland angefangen haben, bevor wir dann nach Galtriff weitergelaufen sind. Jetzt werde ich aber erstmal zusehen, dass ich noch schnell meine Sachen verkauft kriege, weil mein Inventar ist doch schon relativ voll. Und damit wende ich jetzt dem Knochental auch den Rücken zu. Wie ihr sehen könnt, ich habe insgesamt 100, ich runde jetzt einfach mal spontan halber mal auf. Ich habe jetzt 150 Unholde besiegt und diesbezüglich ist das eigentlich kein schlechtes Ergebnis. Ich brauche zwar immer noch ein paar mehr, also ich habe jetzt sozusagen die Hälfte. Aber ich bin ganz ehrlich, die drei Jungs konnte ich jetzt einfach nicht stehen lassen. Die haben sich einfach aufgrund ihrer Gruppe angeboten. Ich reite jetzt aber erstmal hoch ins Lager, verkaufe da eben schnell und dann geht's eben nach Trumdigen. Und wenn wir da fertig sind, geht's weiter in Richtung Ödmoor. Wie darf ich euch helfen? So, dann schauen wir mal eben ganz schnell, was wir hier alles verkaufen können. Das ist ja einiges, was wir bekommen haben. Und ihr seht, ich bin auch ehrlich gesagt mit Level 70 nicht gerade der ärmste Charakter. Mit 250 Gold, da habe ich also gut gespart. Aber es könnte natürlich immer noch ein bisschen mehr sein. Vor allem, weil die Handelspreise ja auch ein bisschen fluktuieren. Wenn das jetzt so weiter sieht, dürfte ich jetzt hier soweit durch sein. Na gut, dann gucken wir mal. Erstmal wieder alle legendären Gegenstände vernichten, die nicht zum Kundigen gehören. Toll, wir kriegen Liederbuch des Baden. Speer des Jägers. Aber der Rest ist okay. Also looten wir erstmal in aller Ruhe. Und das können wir dann gleich auch auf Anhieb auch sofort verscheuern, weil das ja alles unten hinkommt. Also im Verkauf unten hinkommt und das ist gar nicht mal das Verkehrteste. Die Schriftrollen werde ich natürlich auch noch gleich aufmachen. Ich muss gleich nochmal gucken, aber ich glaube, die Fingerknöchel sind nicht zu verkaufen beim Handelsposten. Na gut, wir haben jetzt ein bisschen was im Inventar. Mal gucken, was haben wir hier? Waffenschmied behalte ich, die kann ich weiterschicken. Schneiderkunst kann ich auch weiterschicken. Schmiedekunst kann ich schon mal öffnen. Was haben wir hier? Gelehrte, unser Beruf. Haben wir sogar ein Rezept bei, was ich benutzen kann. Goldschmied kann auf. Nochmal ein Gelehrter. Die Farbe habe ich aber schon. Koch kann ich öffnen. Und ihr seht einiges wieder an Rezepten, die ich nicht gebrauchen kann, beziehungsweise die ich schon habe.
Dann noch einmal das obligatorische Reparieren. Ist im Inventar wieder einigermaßen leer. Schmieden muss ich auch nicht. Stallmeister habe ich nicht so viele. Also geht's nicht nach Galtreff, sondern nach Lan Taran. Oder Taren. Ah, Level 90er Giga hier. Der will garantiert farmen. Ach, das ist schön. Wir können direkt beim Stallmeister die Quest abgeben. Ich habe euresgleichen noch nie gesehen. Hier sind wir aber schon bereits fertig. Also geht's weiter nach Galtreff. Werdet ihr hier lange verweilen? Und wenn wir in Galtreff angekommen sind, geht's ins Ödmoor. Da suche ich jetzt mal eben ganz kurz die Questaufgaben für raus. So. Oh, Level 70. Das wiederum heißt, dass ich hier oben die Handwerk-Dailies annehmen kann. Wenn mich das jetzt nicht täuscht. Nämlich bei Bronn. Die Schmieden Isengards, die Verteidigung von Galtreff und Schimmern in den vergessenen Gewässern. Unsere Handwerks-Inis ist solo. Damit kriegt ihr entweder die verstärkten Kisten. Aber viele machen die Schmieden Isengards, weil wir hier das dritte Kompendium von Mittelerde herkriegen. Ist eine Solo-Instanz der Stufe 70 und ist halt die, ich sag's einfach mal, wie es ist, die Handwerks-Inni. Aber ich wollte jetzt als nächstes die nötigen Aufgaben raussuchen. Dann hätten wir hier einmal zum Ödmoor, das können wir hinzufügen. Dann haben wir noch die Festung der Nazguls? Hä? Achso, was ist Band 2? Band 3. Norrit im Ödmoor. Gut, damit haben wir die Aufgaben aktiviert. Und dann reiten wir mal eben kurz runter. Ach, die Kreaturen. Mal eben kurz gucken. Na gut, die Aufgaben liegen nicht gerade beieinander. Aber wir brauchen einfach nur der Hauptstraße folgen. Und dann kommen wir auf die nächste Aufgabe eigentlich automatisch drauf. Das müsste dann zum Ödmoor sein. Und die andere Aufgabe, die ein bisschen im Westen war, dürfte dann die Buchaufgabe sein. So, Andras. Zum Ödmoor. Der Gwirot möchte, dass wir Dovodiat willkommen heißen. Super. Ich werde zum Ödmoor geschickt und als erstes, das erste, was mir begegnet ist, Hilfe, Hilfe, ein Dieb. Hört mich an, Dovodiat. Gebrochene Rad, Beutel, zerschmetterte Kiste. Okay. Wir brauchen Verbände, Töpfe, Hauptbuchseiten und zum krönenden Abschluss das Rad. Und wenn ich der Questfolge richtig sehe, müssen wir hier die Straße hoch und wahrscheinlich hier oben in diese Ruine. Eine Nebelkuh, die tut uns nichts. Da haben wir wieder Wölfe. Mal kurz rüberschalten. Na gut. Absitzen, Edmi wieder ranrufen und dann mal dem Dunländer guten Tag sagen. Ach, sieh einer an. Die Drachensippe. Die kennen wir doch bereits aus Enedwaid. Diese komischen Fanatiker. Taten im Ödmoor.
Ah so, wir haben ein Gebiet entdeckt. So, als allererstes hätten wir hier die schwere Truhe. Dann eine Hauptbuchseite, einen Topf und die Verbände. Aber ich möchte gerne mal wissen, warum sich die Leute eigentlich immer Ruinen aussuchen, um sich breit zu machen. Edmi kann schon mal in der Hinsicht spielen gehen. Während wir jetzt... Edmi ist verbuggt. So, jetzt. Wo war ich stehen geblieben? Richtig, Edmi kann jetzt erstmal spielen gehen. Ich sammle hier die Verbände ein und alles andere Nötige. Hier haben wir den Hauptmann. Also ich bin ganz ehrlich, ich finde das gerade extrem praktisch, so ein schönes kleines Pet dabei zu haben. Das Pet beschäftigt alles und unser Eins kann hier in aller Ruhe alles einsammeln. Und ich sehe hier gerade, hier oben gibt es ja Truhen. Das ist ja feierlich. Die Truhe ist auf der anderen Seite. Das ist nicht so feierlich. Hat der Hauptmann das Rad? Nö, nur eine Hauptbuchseite. Aber ich sehe das Wagenrad gerade aus dem Augenwinkel. Das lag damit so auf dem Boden rum. Und ich würde mal sagen, wir kümmern uns jetzt um den Hauptmann. Und wenn wir damit durch sind, haben wir eigentlich auf einen Schlag schon wieder 4 bis 5 Quests abgeschlossen. Ein paar Verbände muss ich noch aufsammeln. Die Hauptbuchseite kommt auch noch dazu. Ups. So, hier haben wir das Wagenrad. Liegt schön harmlos auf dem Fußboden rum. Diese Festung ist ein Traum. Hier sind so viele Bändertruhen für mich. Und die geben natürlich auch noch immer ein bisschen EP, wenn ich die einsacke. So, jetzt lasst mich nochmal gucken. Wir brauchen noch einen Topf. Jetzt ist die Frage, wo könnte der Topf liegen? Wahrscheinlich hier in diesem Querlager. Aber erstmal machen wir noch eben den Hauptmann hier weg. Weil ich könnte mir gut vorstellen, ja, da unten blinkt was. Das ist schon mal ein gutes Zeichen für uns. Mir geht mit dem guten Dunender mal eine Runde spielen. Oh, die Ruine hier ist ja riesig. Aber wir haben die Töpfe, die wir brauchen. Damit haben wir jetzt 1, 2, 3, 4 Quests wieder abgeschlossen. Und das wiederum heißt, wir werden immer wieder nach unten reiten.
und unten die Quests abgeben. Damit unser guter Händler, der ja erst vor uns Angst hatte, gleich in aller Ruhe seine Waren ins Ödmoor bringen kann. So, dann wollen wir als allererstes mal die Verbände wieder verstauen. In die Kisten kommen natürlich die Töpfe. Ins Hauptbuch natürlich die rausgerissenen Seiten. Und an den Wagen selbst das gestohlene Rad. Damit haben wir wieder 4 Aufgaben abgeschlossen. Ihr seid hier willkommen. Suchen uns wieder das aus, was am meisten Money Money gibt. Solange die Sonne scheint, seid ihr hier willkommen. Jetzt müssen wir zu einem Hof. Sohn des Kaufmanns. Und da haben wir dann auch gleich unser Buch 4 Kapitel 10 Auftrag daneben. Das ist ja wirklich nicht das Verkehrteste. Toll, Waage, Keiler, noch mehr Drachensipplinge. Aber bei meinem Glück muss ich da wahrscheinlich demnächst wieder in das Lager rein. Ja, das könnte gut das Lager sein. Hier muss ich ein bisschen aufpassen. Die Nebelbullen, die sind immer hier so ein bisschen aggressiv. Und da oben haben wir dann unsere Questgeber. Nuna ist ja bekannt. Nuna ist für unser Buch verantwortlich. Die Herden im Ödmoor ernähren zahlreiche Sippen der Dunländer. Wir müssen jetzt gucken, das Bauernhaus auskundschaften, die Schafgeger auskundschaften und die Felder. Und hier oben haben wir den Sohn des Kaufmanns. Oh, der ist ja süß. Helft Moro beim Durchsuchen des Gehöfts. Das sollten wir hinkriegen. Ah, eine Solo-Aufgabe, eine kleine Ini. Ja, das machen wir doch gleich mit. Mein Sohn wartet in meinem Haus auf den Boten, um mir mein Buch bringen zu lassen, das alle meine Aufzeichnungen enthält. Ich brauche es dringend, um die Auktion im Dorf vorzubereiten. Gut, dann wollen wir ihm mal kurz bei helfen. Und ich sehe gerade, die Aufgabe hätte ich eigentlich eher morgen machen können, weil ich bin schon jetzt etwas über der Zeit. Aber ich sehe gerade, ich kann das hier kombinieren. Ich kundschafte den Hof gerade mit aus, während ich die kleine Solo-Instanz hier mache. So, dann folgen wir mal weiter. Jetzt begrüße ich die Jungs gleich mit dem Blitzsturm. Jetzt ist aber hier Ruhe im Karton. So, weiter geht's. Oh, die sind ja penetrant. Ja, ich würde mal sagen, das war ja wohl definitiv eindeutig. Gut,
verteidigt das Heim, auch erfolgreich abgeschlossen. Und dann sage ich jetzt mal gleich eben ganz stumpf. Wenn wir hier unsere Belohnung einsacken, natürlich wieder eine schwere Rüstung. Sammelt Gegenstände der ersten Seite des Hauptbuches. Okay, das sollen wir wohl hinkriegen. Noch eben kurz mit Nona gesprochen. Davor hat sich Lubrenin wahrscheinlich gefürchtet. Natürlich mit 13. Wenn wir den Bewohnern des Ödmors helfen, verwehren wir Sarumans Armeen vielleicht die Rationen. So, wir helfen jetzt den Leuten im Ödmor, wie es sein soll. Das Ödmor ist ja hier unten das Hauptlager. Wir sind ja jetzt nur auf den äußeren Gehöften. Aber das machen wir alles in aller Ruhe morgen weiter. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen, Kommentar, Abonnement da. Bleibt mir treu, empfiehlt mich weiter. Schaut auch auf unsere anderen Let's Plays, beispielsweise Life is Feudal. Und wir sehen uns dann morgen Abend wieder. Tschüss!